Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, Bus Simulator 18 oder Bus Simulator 18 mit der Homebus AG. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir hier so eine neue Strecke gefahren und zwar die Linie 4 haben wir gegründet. Ne, geht einmal hier durch den nördlichen Bezirk vom Astra Park, ne, nach Siegewalden und Oakville. Und da sind wir einmal eine Rundfahrt gefahren und haben schon ein paar Aufgaben abgeschlossen. Nämlich die Aufgabe, eine Rundfahrstrecke sind wir gefahren. Wir müssen jetzt hier noch eine Strecke fahren, Schobersgrund, und benutze Fahrer, um Einkommen auf zwei Strecken zu generieren. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Das bedeutet, wir schicken nämlich, wir kaufen uns einen neuen Bus und stellen hier einen Fahrer ein. Beziehungsweise kaufen, ach komm, stellen wir erstmal hier einen Bus ein. So, den, und da stellen wir jetzt ein, warte mal kurz, da oben haben wir schon einen. Ne, wir müssen das mal einstellen. So, warum war das? So, den Christoph Kolb hält den Weltrekord im Haferflockenessen. Extrem erfahrener Go-Kart-Fahrer steht auf den Song I'm gonna be. Okay, egal. Hat noch nie Schnee gesehen. Okay, ein echter Globetrotter. Spielt gerne Bussimulation. Ach, guck mal, nehmen wir den hier. Den Roland Boss. Das ist so ein Mann nach meinem Geschmack. So, den setzen wir ein hier. Der spielt gerne Bussimulation. Deswegen kann er hier auch mal direkt eine Runde fahren mit dem LE. So. Ich würde sagen, Fahrt starten. Ist das richtig? Nee. Warte mal. So haben wir es jetzt alles eingestellt. So, der fährt jetzt hier. Der fährt hier auch. So, okay. Benutze Fahrer, um Einkommen auf zwei Strecken zu generieren. Haben wir gemacht. Okay. So, jetzt müssen wir hier noch eine neue Haltestelle, eine neue Strecke erstellen. So, das bedeutet, wir müssten erstmal einen Bus kaufen. So, wir gehen in den Shop und kaufen uns den Lion City A37. So, den kaufen wir uns und bearbeiten den und nehmen unsere primäre Busfarbe hier. So, das ist unsere Farbe unserer Busgesellschaft hier. Machen wieder ein individuelles Kennzeichen, E für Essen. Ich glaube, AG war es, ne? Und dann die Nummer 3. Ne, EWAG war das, ne? VAG, V. War das richtig? EVG, Verkehrsgesellschaft? Ich glaube, ja. So. Dann haben wir das, das, das. Wir könnten jetzt auch hier Skins zuweisen und auch Decals und Motive. Aber ich würde sagen, warte mal, kommen wir hier irgendwie sowas Schickes? Nee, wollen wir nicht. Wir lassen das aus. So, wir lassen das so, wie es ist. Und haben jetzt den neuen Bus hier gekauft. Den schauen wir uns mal an. Könnten wir nochmal bearbeiten mit den Sitzen. Warte mal. Können wir den Innenbereich? Nee, das ist nicht der Innenbereich. Den Innenbereich gibt es so Standard, also doof. Vielleicht können wir den da erstmal freischalten. Okay, lassen wir erstmal. Gut, anwenden von mir aus. So, wir haben 30.000 noch. Fahren mit diesem Bus fahren wir dementsprechend gleich auf Tour. Und da würde ich sagen, müssen wir nochmal eine kleine Strecke planen. Und zwar die hier. So, Schobersgrund. Ach, das ist hier, okay. Siegwalden und ja. Speichen Business Park. Da würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht mindestens zwei, Siegenwald nur eine und Schobersgrund zwei. Das heißt, wir könnten ja Ostspeiche losfahren. Ah ja, erstmal neue Strecke. No, sorry. So, Ostspeiche. Westspeiche. Dann müssen wir Siegenwald eine Haltestelle. Das ist die hier. Siegenwald Lido, da muss er auf jeden Fall lang. Und dann mindestens zwei, maximal sieben Haltestellen. Wir könnten ja, sind drei. Ja, passt doch. Wo fahren wir denn jetzt hier? Warte mal, wir können ja hier lang, dann fahren wir da lang. Dann fahren wir
hier lang. Das sieht gut aus. Dann da lang. Und dann da lang. So, das sind 7 Stück. Speichern das Ganze. So, das heißt, das haben wir jetzt hier auch abgeschlossen. Und wir werden die Strecke jetzt fahren. Hier, Oschspeicher Flusspromenade. Ne, da waren wir nämlich noch nicht hier. Und benutze Fahrer, um Einkommen auf 2 Strecken zu generieren. Genau, das machen wir ja jetzt. So, wir haben jetzt 30.000. Können die Fahrt starten. Das sind knapp 13 Minuten. Wir werden mit den Lion City fahren. Mit unserem neuen Bus hier. Guck mal, schickes Ding hier. So, haben wir auch das gleiche Kennzeichen. Ja, VG2, VG3. So. Und Schnellstart, Rundfahrt machen wir mal aus. Würde ich jetzt sagen. Und fahren die Strecke erstmal einfach. So, was haben wir da? 35 Sitze, 25 Stehplätze. 213 kW, ne, Void-Getriebe natürlich. Und ich würde sagen, wir starten mal hier. So, hier ist er, der Bus. Wir gucken uns den mal ein bisschen an. So, ich würde sagen, ja, standardmäßig hier vom Layout. Das passt soweit. Ja, guck mal hinten. Ein Dreitürer auf jeden Fall. Ah ja. So, vielleicht sollten wir mal die Tür hier... So, wir setzen uns mal hin. So, klassisches, ja, Dashboard hier. Ne? Man sieht's. Sieht klassisch aus. MAN. Wir machen mal kurz die Tür hier vorne auf. Und gehen mal kurz raus. So, gucken uns das mal an hier. Ne? Ja, sieht nett aus. So, da ist er. Neuer Bus. Ja, Flusspromenade. So, wir steigen mal wieder ein hier. So, Tür zu. Drücke Nummer 7 und fahren jetzt mal in Richtung der ersten Haltestelle. Ach! Schöner Sound. Hört sich an wie ein MAN. Logischerweise. Schon verrückt, wenn wir einen fahren, ne? Eine Fahrkarte, bitte. Ja, kriegen Sie gleich. Mal kurz einen Screen machen hier. So. So, junge Frau, jetzt kann ich Ihnen ein Ticket verkaufen nach dem Screenshot. Sie brauchen auf jeden Fall ein Ticket und zwar... Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Tja, dann ist das so. Hm. Danke. So, bitteschön. Dann würde ich sagen, auf geht's hier. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Hört sich auf jeden Fall echt gut an. Sieht auch gut aus hier. Nächster Halt, Weststadt. Der MAN. Ne, so typisch hier. Guck mal. Ja, hat was. Ein bisschen aufpassen. Warten Sie mal. Ich muss mal kurz hier einmal aussteigen. So, wo ist denn der... Wo ist der Jutemann? Oh, tut mir leid. Na klar. Einmal Fahrkarten, danke. Hier. Danke. Na klar, hier. Dankeschön. Bitte. So. Ne? Ist schon wieder... Wieder dreist gewesen hier. Ganz laut Mucke hier im Auto. Beziehungsweise im, im Bus. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Na, mir gefällt der echt gut, ne? Vielleicht mal hier so welche Repaints mal runterladen. Gibt's ja wirklich. Oder mal ein eigenes basteln. Oder wenn ihr euch dazu instande fühlt, ja, vielleicht eins hier im eurem Design mir mal vorzustellen, wäre auch nicht schlecht. Dann würde ich das dann natürlich auch mal mit einbauen. Was ist denn jetzt hier? Ach, da läuft jemand über die Straße oder was? Deswegen hält der da. Naja, gut. So. Ja, man sieht schon, man ist echt zu spät hier, ne? Was macht der denn jetzt? Ja, fahren Sie doch mal hier. Was ist denn da los? Och, jetzt wartet der hier, bis der hier seelenruhig über die Straße geht. Das kann doch nichts werden hier. So. Och, Mensch, ey, was ist denn das für ein Verkehr hier? Das geht doch gar nicht. Wieso komme ich ja nie an? Ich habe schon über eine Minute Verspätung hier. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina.
Mal ein bisschen Bleifuß hier geben. So. Nächster Halt, Westspeiche. Schon direkt verspätet hier, ey, auf der neuen Linie. Dann hab ich endlich frei. Zu spät, ja, nee, ich weiß. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, können Sie. Woche, Standard, Krise. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Einzelstandard, bitteschön. Spät dran hier. Danke. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, kriegen Sie Woche, Standard, bitteschön. 2 Euro. So. Ja, auch dieser typische Ton hier zum, dieser Türschließmechanismus. So. Nächster Halt, Siegwalden. Wir geben mal ein bisschen Gas hier. Wir haben echt Verspätung, wobei ich glaube, das... Oh, guck mal, der Kollege mit dem Setra. Ah ja. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon 2 Leute hier, die Geld generieren. 2 Fahrer. Und haben aber noch eine Strecke, die noch nichts... Oh, aufpassen. Die noch kein Fahrer hat oder kein Bus hat. So, vielleicht streichen wir auch wieder eine Strecke. Müssen wir mal gucken. So... Ne, jetzt kommen wir hier rum. So. Sehr gut. Geben wir mal Gas hier. So. Kurz gucken hier. Mal kurz blinken. Ja, fährt sich echt gut hier in der MAN. Und ich glaube, die fahren sich alle jetzt nicht so realistisch, aber der hört sich anders an. Das finde ich schon mal sehr positiv. So, ich glaube, wir haben jetzt auch die Verspätung wieder aufgeholt. So, wir müssen ein bisschen auf die Schlaglöcher aufpassen. So, Siegwald, Nilo. Und da ist die Haltestelle. Oh, nächster ja. Halt, Siegwalden, Lido. Zack. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, wieder Ticketverkauf hier, Einzelstandard. Danke. Bitteschön. Ja, das war's. Da will niemand hier so wirklich mit. Oh, hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ja, ich musste mal wohin. Bitte nicht in den Bus, junge Frau, ne? So, wir versuchen. Hier mal so den Schlaglöchern auszuweichen. Oh, oh. Mouncy hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Schön geangelt auf dem Aquarium. So, jetzt fahren wir hier über den anderen Teil der Brücke zum Fischgrund und oha, Achtung, Schlagloch. Ja, sieht echt gut aus, ne? Also hier das Ganze drumherum und so, das hat schon was hier. Auch wenn es keine richtige Simulation ist in dem Sinne, aber es macht dennoch Spaß hier. So, jetzt sind wir wieder pünktlich. Das ist schon mal gut. Jetzt läuft hier jemand über... Ja. Ich glaube, das ist besser fürs Stream. So, ich glaube, hier läuft jemand jetzt rüber. Über den... Nee. Da können wir weiterfahren. So, jetzt sind wir pünktlich. Fischgrund. Nächster Halt, Fischgrund. Danke. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad. Eine Fahrkarte, bitte. Jo, eine Fahrkarte, junge Frau. Einzelstandard. So. Hier so ein bisschen weit wieder. Oh. Ja, danke. Verzählt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jo, Student 1, 3, 20. Danke. Bitteschön.
So, ne? Auch hier die... So, springen wir hier mal wieder rein. Auch hier die Töne in dem Bus. Auch sehr, sehr cool, finde ich. Was? Schienenlegerstraße? Wer kennt sie nicht, ne? So, wir müssen jetzt hier rum. So. Jetzt fahren wir hier ein bisschen hier rein. Und dann sind wir, glaube ich, gleich schon am Ziel. Ich fahre jetzt hier langsam drüber, ne? Zack. Oh, guck mal, die Reifen. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Das ist doch normal. So, solange wird das Erzählerei hier ein bisschen, ja, es wiederholt sich. Ne? Ihr merkt schon, ist auch das, was ich in der letzten Folge schon gesagt hatte. Ist jetzt nicht schlimm, aber, so. Aber auf Dauer natürlich nicht sehr, sehr, abwechslungsreich. Ach, guck mal, ist hier ein Stadion oder was? Nee, ach nee, jetzt sind so Winddinger. Das sah so aus wie so ein Stadionpoller. So, jetzt fahren wir hier mal rum. Oha. Da müssen wir mal rumfahren. So, ach guck mal, da sind wir doch perfekto hingefahren, oder? Sehr pünktlich, danke. Sehr gut. So, Arbeitergasse noch und dann sind wir schon am Ende unserer Linie. Sie versperren die Tür. Der neue Bus macht echt was her. Wer versperrt denn da die Tür? So. Ja, der neue Bus ist echt schick, ne? So, einmal Fahrkarten bitte. Oh nein. Tja. Ach, ich hab sie vergessen. Passiert. Na klar. Na klar. Dankeschön. Oh nein, ich habe sie verloren. Tja, was haben sie da in der Hand? Ach nee, die ist abgelaufen, okay. Oh nein. Ja, noch ich einer. Ich habe sie verloren. Was? Ach so, hier. Wo habe ich denn... Hier ist die Fahrkarte. Dankeschön. Und gucken wir hier mal, haben wir noch ein bisschen... ist ein Foto meiner Katze, sie heißt Mauzi. Ja, ach nee. Alle Katzen heißen Mauzi hier, ne? Wissen sie? So, so, wir fahren jetzt weiter hier in die Arbeitergasse. Das heißt, noch einmal hier rechts rum und dann... haben wir es geschafft hier in der Folge. Arbeitergasse. So, so ein Arbeiterviertel wahrscheinlich hier. So. Ach, guck mal da, hier so große Baukräne. Wir fahren hier mal langsam drüber. Boah, ich hab so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Ich hab auch so einen Hunger. Ich glaube, ich werde mir gleich erstmal einen Joghurt reinpfeifen. Macht denn der da hier, Mensch? So. So, jetzt geht's hier rum. So, die Arbeitergasse. Ist jetzt hier eine Busspur. Ach, guck mal hier, wie toll. Guck mal, so ein schöner Park hier. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Langweiliger NPC. Ist auch gut, ey. Läuft bei ihm. So. Da kommt, bin ich ab da. So. War das jetzt hier eine Buslinie oder was? Hier so eine Fahrspur? Jo. Nächster Halt. Die Arbeitergasse. Absolut pünktlich. Danke sehr. Flusspromenade. So ein schöner Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar Fahrkarten. Eine Woche stimmt. So, zwei Danke. Euro. Bitteschön. So, jetzt fahren wir noch hier zur Flusspromenade rum. Ist da uns? Jo. Sehr gut. Fahren wir einmal hier rum. Ganz nach außen. Flusspromenade. Endstation. Bitte alle aussteigen. Oh, Achtung. So, da haben wir es geschafft. Und die Flusspromenade schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen an hier. Endstation. Bitte alle aussteigen. So. Sehr gut. So, alle aussteigen bitte. Wiedersehen.
Ja, Wiedersehen. Ne, machen Sie es gut. Alle ausgestiegen hinten. Ja, Müll natürlich auch wieder da. Ich würde sagen, wir packen mal hier die Bremse rein und ja. Jetzt Motor machen wir mal aus hier. Ach, so. Und ansonsten steigen wir mal ein bisschen aus hier. Räumen wir erstmal kurz den Müll hier raus und dann gucken wir mal. Da ist der Müll. Müll ist aufgesammelt. Türflügel sperren. Das machen wir jetzt mal hier. Und gehen wir noch ein bisschen Sightseeing betreiben, denn ich will mir noch ein bisschen was angucken hier. So, das heißt, wir machen den Bus hier zu. Und sperren die Türflügel. So. Und gucken jetzt mal, was wir uns hier anschauen können. Ach, guck mal hier. Ah, guck mal, sieht echt nicht schlecht aus, ne? Also, hat schon was. Guck mal hier, der wird sogar hier... Ey... Wie geil ist das denn? So, guck mal, hier so ein schönes Café. Guten Tag, hallo. Ibims, der Busfahrer. Der ist auf jeden Fall echt cool gemacht hier mit der Stadt und es gefällt mir recht gut. Magma Waves, okay. Wahrscheinlich Fuß. Ach, hier, guck mal, Winter der Leidenschaft. Ach, guck mal, da sind wir. Das ist wohl hier diese Soap, wo die ganzen Städtler hier die ganze Zeit darum reden. Hier gibt es bestimmt auch so ein paar Easter Eggs oder so, ne? Müssen wir mal gucken. Können wir eigentlich hier auch rüber, über die Straße? Ich glaube, das ist alles hier frei begehbar, ne? Ich glaube, hinsetzen können wir uns hier nirgendwo. So ein bisschen Kunst, da können wir mal so ein bisschen hier uns hier... Ja, guck mal. Können wir mal so ein bisschen schauen hier. Und ja, das war mal wieder ein bisschen eine kürzere Folge, Leute. Wir schließen die Fahrt mal ab hier. So. Kam einmal zu spät. Das ist natürlich jetzt ätzend. 21.000 Euro haben wir generiert. Ansonsten, ach, guck mal, die volle Sternzahl hier. Level 7 haben wir fast. Ansonsten haben wir hier alles abgeschlossen. Ja. Und jetzt? Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Wow, ne? Das heißt, wir bekommen wieder Geld. Wir haben jetzt hier diesen Bereich freigeschaltet hier. Zuckerfabrik, Kornstraße, Nutrovre, Forschungslabor, ne, und so weiter. Haben auch ein bisschen Geld bekommen da oben. Guck mal, 134.000. Müssen jetzt hier wieder ein bisschen was freischalten. Ja, Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.